Einen wunderschönen guten Morgen aus Hamburg. Es ist 8.32 Uhr. Mein Name ist Carlos Martins und Sie hören uns live aus dem Traders Club Trading Raum. So, wir bereiten uns auf unseren morgendlichen DAX-Trade vor. 14.500. Wir haben hier die 14.500. 07 Long, 14.492 Short. Das ist die erste Box. Und wir bleiben bei dem Bereich und schauen auf die aktuellen Kurse. Bitcoin bei 58.000, war übers Wochenende schon bei 60. Den DAX, auch hier blicken wir einmal drauf auf den Tageschart. Die Kerze heute ein bisschen schwächer, aber ansonsten die Wochenkerze war letzte Woche wirklich sehr, sehr stark. Wir gucken einmal auf Gold, 1700. Dort hat er erstmal seine Bodenbildung gefunden, noch kein Long Setup. Öl bei 66. Nasdaq, die Technologiebörse, auch noch kein Long Setup. Ist auch hier Erholung, aber heute sehen wir auch hier etwas schwächer. Wir gehen das einmal mal schnell durch. So, Bitcoin haben wir schon. Und S&P 500, da habe ich den. So, S&P 500, wir sehen das All-Time-High. Wir sehen aber noch keine blaue Sonne. Deswegen waren das auch hier keine Long-Signale. Und All-Time-High bei 3.961. Auch die Tageskerze hier, der Anfang, sieht ein wenig schwächer aus, ist aber blau, kann sich alles nachher noch ändern. So sehen die Märkte aus. Bleiben wir bei den Boxen und wechseln hier einmal in die Blue Boxen von Freitag. Hier sehen wir zum Schluss sehr viele kleine Boxen zur Markteröffnung. Zur Mittagszeit eine 30er hier gewesen, eine 19er, die sauber gelaufen ist. Jetzt wechseln wir und gehen einmal in die Vola-Boxen rein und sehen hier am Freitag, da waren nicht so viele Vola-Boxen. Wir blicken jetzt mal auf den aktuellen Bereich. 14.460 wird die erste Vola-Box rauskommen. Bei 14.460, das würde bedeuten, dass wir unter die 14.500er Marke laufen. Und ja, das wäre dann, wir können das hier nochmal eintragen, 60. Da unten kommt die Vola-Box hin. Das ist das Ziel. Und wir sind noch nicht in der Box, haben noch nicht scharf geschalten, die 14.500er Marke. Wir sind long, 8.53 Uhr, erster Trade des heutigen Tages, 15. März, long in der Big Number. Und auch hier nochmal das Regelwerk, dreimal wird die Big Number auf diesem Level getradet. 14.511 der aktuelle Preis. Die blaue Linie zeichnet uns unser Gewinnziel an. Sobald der Markt in die nächste Runde geht, also in die Verlängerung, in den zweiten, gehe ich auf angepasst. Das Regelwerk und bedeutet angepasst. Wir wollen ein bisschen mehr mitnehmen in diesem Ausbruch. Aber 14.512 aktuell. So, er versucht den Umweg nach unten und wir sehen die Boxen links 14.460. Und ja, unser erster Trade, wir sind long in der Big Number und multipliziert wird bei 14.492. Und dann wisst ihr, versuchen wir in Richtung 50 erstmal zu gehen. Ja, und
beziehungsweise bei 60 den Ausstieg. Das ist nämlich die Wohlerbox, die ich jetzt schon mal einschalte, damit wir nachher nichts verpassen. Und es ist der zweite Trade und wir gehen auf 60. So, auf 60, da liegt auch der MTX-Trade. Und übergebe kurz das Wort an Christoph. Und es sieht danach aus, dass wir in Richtung dritten laufen. Okay. Ein klassischer Montag. Und jetzt sind wir im dritten. Jetzt muss ich auf angepasst gehen und gehe in die grüne Zone hier rein und ziehe den erstmal bis auf 48, so unter 50. Er muss jetzt den Daily Pivot überwinden. Das Daily Pivot liegt direkt bei 14,522. Die 5-Minuten-Kerze sehen die Eröffnungskerze. Hier sieht ja nach einer klassischen Umkehr aus, zumindest für die ersten 5 Minuten. Ob sie nachhaltig ist, werden wir gleich sehen. Dritter Trade aktiv. Und jetzt Angriff, Attacke auf den Daily Pivot. Jetzt schauen wir mal, ob der Daily Pivot am Montag relevant ist oder ob er durchgeht. Erstmal jetzt abgewehrt. Und die nächste 5-Minuten-Kerze jetzt auch gleich ausgeprägt. So, die erste 5-Minuten-Kerze links sehen wir. Und das sieht nach einer Umkehr aus. Und jetzt zieht der Markt an. Alle, die Herzrhythmusstörungen haben, können jetzt aussteigen. Wenn der dritte Trade, 0,02 sind wir jetzt. Und wenn wir in die grüne Zone gehen, sehen wir auch auf dem linken Chart nochmal das Gap, die Kurslücke. Und da wollen wir hin spekulieren, dass wir in Richtung Kurslücke das Ganze hinbekommen, 0,4. Jetzt sind wir in der grünen Zone, wir wollen noch ein Stückchen mehr und ich übergebe kurz mal das Wort an Christoph. Wie sieht es bei dir aus? So, unsere Box ist einmal rausgegangen, jetzt ist die obere Box aktiviert und wir schauen, wohin die Winde tragen. Steigen möchte, hat jetzt die Möglichkeit, aber auch für unser Videotagebuch. Hier, wir wollen ein Tickchen mehr mitnehmen. So, wie sieht es denn aus hier bei MTX? Oh lala, da kommt auch ein Gegensignal. Dann gehen wir noch ein bisschen höher. Das Gegensignal. So. 0,06. Bei Set 4 Differenz auch hier 5,20. Gegen 0,07 sind wir dort. Ich mache das Bild mal größer. 2 Minuten noch. 0,08 mit unserem rechten Trade. 0,09. Und ich gehe erstmal hier raus. Das war der Eröffnungstrade. Also fast das Tagesziel erreicht, fehlt nicht mehr viel. Und jetzt fokussieren wir uns links auf MTX. Übergebe noch kurz an Christoph, verabschiede mich bei den YouTubern und wenn ihr Lust habt, bis morgen dann wieder.